Jetzt wissen wir auch, wie es in der EU läuft. Veränderung ist gut, die Richtung muss aber stimmen. Meine Damen und Herren, hier ist Frauke Petri. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und obwohl Sie schon bedankt wurden, hoffe ich, dass Sie noch sitzen können. Denn einige von Ihnen sitzen hier bereits seit 18 Uhr. Und ich hoffe, dass wir zum Schluss der Veranstaltung, wenn ich die programmatischen Reste zusammengekehrt habe, die meine beiden Vorredner übrig gelassen haben, dass wir dann vor allen Dingen eines tun, miteinander noch ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, dass das Entscheidende ist, was die AfD neben programmatischer Klarheit und einer klaren inhaltlichen Vision für dieses Land und für diesen Kontinent daneben zu bieten hat, dass dies keine reine Beschallungsveranstaltung einer neuen Partei sein soll, sondern dass Sie am Ende das Wort bekommen, und zwar nicht nur um zu loben, das ist zwar schön, hilft am Ende aber nicht weiter, sondern um die Fragen zu stellen, die Ihnen nach unseren Worten noch geblieben sind. Und nur für den Fall, dass das einigen vielleicht als Frage aufstößt: Wir bleiben unvollständig an diesem Abend. Das haben diese Veranstaltungen so an sich. Und ich kann Ihnen versichern, dass es hier bei uns kein taktisches Auslassen von programmatischen Inhalten oder Themenstellungen gibt. Das werden wir immer einmal wieder gefragt, ob wir uns vielleicht auch schon nicht mehr trauen, gegebenenfalls die Kanzlerakte schon unterschrieben haben oder dergleichen mehr. Nein, das gibt es bei der AfD nicht. Sie dürfen alles fragen, was Sie wollen. Und wir haben ja auch die Presse und Öffentlichkeit dabei. Wir antworten nach wie vor, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, auch wenn das in der deutschen Politik nicht mehr normal ist. Meine Damen und Herren, ich möchte ganz gern da anknüpfen, wo Markus eben aufgehört hat, weil das in der Tat die Frage danach, wie die AfD sich dieses Land und wie die AfD sich das Zusammenleben, wie die AfD sich das soziale Gefüge in diesem Land vorstellt, eine gewichtige Frage ist, die wir, auch ganz offen gesprochen, noch nicht in allen Einzelheiten beantworten können. Und ich glaube, dass es ehrlich ist, das zuzugeben, dass eine Partei, die noch keine 4 Jahre alt ist, noch nicht Antworten auf alle Fragen hat. Ihnen anderes vorzugaukeln, wäre nicht nur naiv, es wäre unehrlich. Und damit wollen wir möglichst erst gar nicht beginnen. Wir haben aber in dem Grundsatzprogramm, das wir am 30. April und 1. Mai in Stuttgart dieses Jahres verabschiedet haben, einige programmatische Pflöcke eingerammt. Und das sind Pflöcke, die die AfD von Beginn an ihrer Existenz begleitet haben. Da ist keine Substanz verloren gegangen. Nein, ich möchte mit voller Überzeugung sagen, da ist noch viel mehr Substanz und vor allen Dingen programmatischer Mut hinzugekommen. Und den haben wir uns im Jahr 2015 innerhalb dieser Partei sehr mühsam erkämpft, und den wollen wir auf jeden Fall behalten. Ich hatte in den letzten beiden Tagen zweimal kurz nacheinander die Gelegenheit, mit Sarah Wagenknecht in einen programmatischen Austausch zu treten. Ich kann es fast gar nicht Streit nennen, weil sie in der gewohnten Eloquenz im Grunde genommen mehrfach AfD-Positionen referiert hat, auch wenn ihr das selbst nicht so bewusst war. Ich habe es ihr dann gesagt und es war ihr zunehmend peinlich. Bei einer Frage, nämlich der Frage nach der Therapie dieses gespaltenen, ja, bisweilen kranken Landes, waren wir uns dann aber Gott sei Dank doch nicht einig. Und das unterscheidet dann am Ende eine sozialistische Politikerin von einer konservativ-liberalen, nämlich die Frage, wie wir mit dem Umstand umgehen, dass in der Tat die Staatsquote in unserem Land seit Jahrzehnten erhöht wird, dass unter anderem auch die Verantwortung von Unternehmern nicht zugenommen hat in vielen Bereichen, sondern abgenommen hat und der Bürger immer weiter reguliert wird. Und da reden wir nicht nur über Freiheitsrechte, die unter dem Vorwand der Terrorgefahr abgeschafft werden sollen, sondern da reden wir auch über
ganz normale Dinge des täglichen Alltags von Unternehmern, wenn es um Bürokratie geht und auch über die Tatsache, dass Familien in diesem Land immer das Gefühl haben, von der Wohlfahrt des Staates abzuhängen. Ich erzähle mal ganz gern die Geschichte, warum ich nie Familienpolitik am Anfang dieser Partei machen wollte, weil mein Eindruck war, dass dieser Politikbereich immer den Frauen zugeschoben wurde nach dem Motto, es kann ja sowieso kein anderer machen. Und ich habe dann nach vielen Diskussionen herausgefunden, woher das Unwohlsein kam. Nämlich daher, dass die allermeisten fähigen jungen Eltern, ob Frauen oder Männer, ganz egal, ungern das Gefühl bekommen, ab dem Zeitpunkt, wo sie über Familienplanung nachdenken, ihre eigene Existenz ein Stück weit an den Nagel hängen müssen und nun von Kindergeld, Erziehungsgeld oder Elterngeld abhängig zu sein. Und der deutsche Staat hat diese Abhängigkeit manifestiert. Und jeder, der es wagt, über die 200 Milliarden Umverteilung pro Jahr im Familiensystem nachzudenken, der wird als allererstes mit einem Vorwurf konfrontiert. Wenn man sagt, wir wollen, dass Eltern in der Lage sind, selbst darüber zu entscheiden, wie sie ihr selbstverdientes Geld ausgeben wollen, dann wird sofort der Vorwurf der Unsolidarität, der sozialen Kälte gemacht. Ich will das mal ganz gern, Verzeihung, auf gesunde Füße stellen. Die AfD ist meines Wissens nach aktuell die einzige Partei in Deutschland, die ein altbekanntes Spiel, das ich teile und herrsche, in der Familienpolitik nicht mehr mitmacht. Was meine ich damit? Wir sind eine gesamtdeutsche Partei und selbstverständlich gibt es auch innerhalb dieser Partei unterschiedliche Traditionen, wenn es um das Thema Kinderbetreuung und Familienstruktur geht. Also wenn man im Südwesten oder auch im Südosten darüber redet, dass Mütter, in der Regel Mütter, aber auch Väter mit ihren Kindern vielleicht zu Hause bleiben, dann ist das dort Lebensnormalität. Stellt man die gleiche Frage in Berlin oder in Leipzig oder in Rostock, dann werden Sie von den Zuhörern eines solchen Abends etwas verständnislos angeguckt. In dieser Frage hat sich Deutschland nicht nur aufgrund der 40-jährigen Teilung unterschiedlich entwickelt. Und als ich 2002 meine erste Tochter zur Welt brachte und damals in Göttingen, also im Zonenrandgebiet, wohnte, wo die Vermischung zwischen den Bürgern Ost- und Westdeutschlands relativ groß war, da musste ich mich dennoch als Rabenmutter bezeichnen lassen oder noch besser als eine PISA-Versagerin, die nichts Besseres zu tun hatte, als ihr Dreivierteljahr altes Kind in eine Kinderkrippe abzugeben. Sie können sich vorstellen, dass das trifft, aber ich kann verstehen, dass es heutige Mütter, die zu Hause bleiben möchten, genauso trifft, wenn sie als das Heimchen am Herd betrachtet werden. Und dieser Vorwurf ist umso schlimmer, als die Gruppe der Familien, der Eltern mit Kindern inzwischen auf ein Maß geschrumpft ist und im gleichen Maß die Gruppe der Rentner auf ein hohes Maß angewachsen ist. Wir reden in beiden Fällen von einer Bevölkerungsgruppe um die 25%. Meine Damen und Herren, wir können es uns nicht leisten, in unserem kinderarmen Land die verschiedenen Lebensentwürfe von Familien, und da geht es in der Regel meistens um die ersten 3 Jahre im Leben eines Kindes, auseinander zu dividieren in gute und schlechte Eltern, in diejenigen, die für Subventionen des Staates, für Umverteilung also taugen und für die, die dafür nicht taugen. Das geht so nicht, das dürfen wir unseren Kindern nicht antun. Und genau aus diesem Grund hat die Alternative für Deutschland sich nach einigen Monaten der programmatischen Arbeit sehr einfach auf ein Modell der Wahlfreiheit konzentriert. Wir sagen, es muss egal sein für eine Familie, wie sie eben diese erste Phase im Leben eines Kindes gestaltet. Der Staat muss dafür sorgen, dass in diesem Land mehr Kinder geboren werden. Der Staat muss dafür sorgen, dass die Eltern, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, eben nicht, wie es so schön in einem Buch von Jürgen Borchert mit dem Titel Sozialstaatsdämmerung heißt, erst über Steuern und Abgaben das Schwein vom Hof gestohlen bekommen und dann die Koteletts vom Staat zurückerhalten.
Und deswegen, und da knüpft es an das Thema des Mindestlohns, schlägt die AfD vor, dass wir nicht nur das lang diskutierte Familiensplitting in diesem Land einrichten, das die Franzosen nach Ende des Zweiten Weltkrieges ganz bewusst zur Förderung von mehr Geburten in Frankreich eingerichtet haben. Nein, wir möchten neben dem Familiensplitting auch Freibeträge in den Sozialversicherungen für Eltern, weil es nachweislich die Eltern von Kindern sind, die die Hauptlast bei unseren Sozialsystemen tragen, also bei den Einzahlungen in den Rententopf, in den Krankenversicherungstopf und in die anderen Sozialsysteme. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In der Phase der Erziehung der Kinder sind Eltern sowieso schon mehrfach belastet. Sie leisten, zumal wenn sie eben sich um die Kinder aktiv kümmern, egal auf welche Weise, einen sehr großen Beitrag für diese Gesellschaft. Und dann sollten sie nicht diejenigen sein, die in dieser Phase, in der in der Regel ein Großteil des Geldes sowieso in den gesellschaftlichen Kreislauf direkt zurückführt, weil man das Geld, das man hat, in der Regel auch für die Kinder ausgibt. In dieser Phase sollten sie Entlastung bei den Sozialversicherungen erhalten. Und es ist recht und billig, dass die anderen, die aus welchen Gründen auch immer keine Kinder haben, dann diesen Ausgleich vollziehen, damit am Ende die Sozialleistungen weiterhin gezahlt werden können. Meine Damen und Herren, ich möchte auch ganz ehrlich an der Stelle sein, die AfD hat diese Idee nicht erfunden. Die geistert schon seit einiger Zeit durch die politische Landschaft und es waren Parteien wie die SPD und CDU, die auch nach dem Anhören dieser Ideen der Meinung waren, das sei nichts für sie. So wolle man keine Familienpolitik machen und damit ist wohl ganz klar, wer in diesem Land tatsächlich Interesse daran hat, dass es eine Familienpolitik gibt, die diesen Namen verdient. Und wenn man dann noch davon redet, dass daraus eine Bevölkerungspolitik wird und die AfD auch keine Angst mehr hat, diesen Terminus zu benutzen, dann denke ich, sind wir in der offenen Diskussion über die Problematik der letzten Jahrzehnte, denn es ist kein neues Problem und es gab bereits in den 70er Jahren Heidelberger Professoren, die den Geburtenmangel ganz offensiv in Deutschland angesprochen haben und dafür verteidigt wurden, letztlich diffamiert wurden, im Übrigen in der gleichen Weise wie heutzutage die AfD. Wenn wir weiterhin den Mut haben, dieses Thema nach vorn zu bringen, ich glaube, dann danken es uns vor allem Eltern und Kinder und das sollte unsere Aufgabe sein. Und wenn wir schon bei den Beiträgen zur Gesellschaft sind, dann sollten wir ein Thema nicht vergessen, bei dem wir alle oder die allermeisten von uns mehr gezwungen als freiwillig beitragen. Und das ist der sogenannte Rundfunkbeitrag, über den die AfD ebenfalls sehr offen und klar redet. Wir haben in unserem Grundsatzprogramm versucht, einen Kompromiss zu finden. Wir sind uns aber einig, dass diese Art der Rundfunkfinanzierung, die de facto eine Steuer ist, auch wenn sie nicht mehr so heißt, dass diese Art der Rundfunkfinanzierung, zumal mit dem Ergebnis, das hinten dabei rauskommt, nichts ist, worauf dieses Land stolz sein kann. Nun wird die AfD, solange wir in der Opposition sind, den Rundfunkbeitrag nicht allein abschaffen können. Wir werden aber in den Landesparlamenten, wo letztlich die Rundfunkstaatsverträge diskutiert und auch attackiert werden können, dort werden wir das in den nächsten Monaten tun. Die können nur alle 2 Jahre gekündigt werden. 2016 ist wieder einmal so ein solches Jahr und Sie werden diesbezüglich weiter von uns hören. Und weil wir gerade bei dem Thema Belastungen von Arbeitnehmern, von Familien und all denjenigen sind, die letztlich eine Gesellschaft ausmachen, sollten wir auch noch ein paar Worte zu den Ideen einer Steuerreform verlieren, die die AfD noch nicht in Gänze vorgelegt hat und bei der Sie sicherlich in der Öffentlichkeit schon gelesen haben, wir seien die neue neoliberale Partei, wir seien schlimmer als alle anderen, wir kämen nur in einem neuen Gewand daher. Nun, meine Damen und Herren, über gerechte Steuerreformen ist in Deutschland viel gestritten worden. Allein es ist nichts passiert. Die Zahl der Nutznießer dieses Steuersystems, und die sitzen nicht hier im Raum, sondern die sitzen in ganz anderen Orten dieses Landes, die haben gar kein Interesse daran, dass dieses Steuersystem tatsächlich reformiert wird. Und ich erinnere mich an eine Partei, die mir netto vom Brutto versprochen hat und sich am Ende nur um die Hoteliers gekümmert hat. Solche Parteien braucht kein Mensch. Applaus
Als die AfD 2013 neben anderen Reizbegriffen, und wir hören ja nicht auf, solche zu benutzen, gewöhnen Sie sich schon einmal daran, als die AfD 2013 ankündigte, ein Steuermodell in den kommenden Jahren in Anlehnung an den Professor Paul Kirchhoff vorzulegen, da war die öffentliche Häme gleich groß. Das war uns klar und wir haben trotzdem an einem abgewandelten System weitergearbeitet, weil wir davon überzeugt sind, dass der aktuelle Zustand, in dem, wenn man global die Steuergesetze betrachtet, ein Drittel davon deutsche Steuergesetze sind, so viele leisten wir uns, sonst versteht sie fast niemand mehr, dass ein erster Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit vor allen Dingen ein verständliches, ein transparentes und damit einfaches Steuersystem sein muss. Das Steuersystem auf dem Bierdeckel, das gibt es bisher nicht. Die Idee, das Bild waren genial, aber wie so vieles, was in den vergangenen Jahrzehnten durchaus auch von konservativer Seite vorgeschlagen wurde, hat es seinen Weg in die Realität dieses Landes nicht gefunden, weil am Ende das Bedienen von Klientelen zum Machterhalt immer noch ein billiges Mittel ist. Deswegen können Neuerungen dieser Art wie eine Reform des Sozialsystems oder nennen wir es gleich, eine umfassende Staatsreform nur von Politikern, von Parteien kommen, die erst einmal nichts zu verlieren haben, die noch nicht im System verankert sind und die keine Angst davor haben, einmal da zu verlieren, dass sie noch gar nicht errungen haben. Und deswegen werden wir weiterhin an unserem Vorschlag für ein gerechteres Steuersystem, einen sogenannten Stufentarif, arbeiten, bei dem es primär darum geht, dass Sie, die wir alle hier sitzen, in der Lage sind zu verstehen, warum und wofür Sie welche Steuern zahlen. Denn Sie profitieren nicht davon, dass es Möglichkeiten der Steuervermeidung gibt, wenn Sie sich nicht einen derartig fähigen Steuerberater leisten können. Sie profitieren davon, dass Ihre Steuererklärung schnell und einfach zu erledigen ist. Nicht davon profitieren diejenigen, die die vielen Schlupflöcher ausnutzen können und dann einen fiktiven Steuersatz, den die Linke bei 53% sieht, so wie das unter Kohl einmal war, der in Wirklichkeit nach allen Steuervermeidungsmöglichkeiten möglicherweise auch aber nur bei 25 oder 30% liegt. Das wäre wahre Steuerehrlichkeit, wenn wir wirklich wissen, mit welchem Steuersatz wir am Ende besteuert werden. Und das strebt die AfD an. Dass dazu weniger Ausnahmen gehören, versteht sich von selbst und dass wir bei dieser Gelegenheit auch das Thema Subventionen und zwar nicht nur von Windkraftanlagen oder Solaranlagen aus dem Hausdach angehen müssen. Und auch das sagt die AfD ganz klar seit 2013, dass wir das EEG abschaffen wollen, wohl wissend, dass wir damit auch privaten Investoren auf die Füße treten. Nein, dazu gehört auch ein ganz konsequentes Umdenken in der Subventionspolitik des Staates allgemein. Denn das, was in Deutschland passiert, hat schon lange nicht mehr viel mit Marktwirtschaft zu tun, wenn durch ideologisch motivierte Projekte wie die Energiewende, dann für ein paar Jahre lang der Anbau von Mais und Soja und Raps auf den Feldern so massiv gefördert wird, dass eine Industrieblase sondergleichen entsteht, die mit dem Wegfall eben solcher Subventionen wieder zusammenbricht. Dafür könnte es eine Fülle von Beispielen geben, die ich Ihnen heute Abend ersparen möchte. Aber der Grundsatz jeder vernünftigen Steuer- und Wirtschaftspolitik muss als erstes sein, dass jede Subvention, wenn sie denn gewährt wird, von vornherein auf wenige Jahre begrenzt wird. Dass wir daneben Dauersubventionen wie das Gender Mainstreaming, das gerade schon angesprochen wurde, das inzwischen aber als Querschnittsaufgabe in allen Landes- und Regionalhaushalten verankert ist, ebenso abzuschaffen ist, das möchte ich Ihnen ja heute Abend gerne erklären, auch wenn ich Ihnen versichern kann, dass es der Opposition nicht leicht gemacht wird, egal wo sie gerade wirkt, im Kreistag, im Stadtrat, im Landesparlament oder wahrscheinlich auch im Bundestag dann später, diese Ausgaben zu verstecken und diese Ausgaben wiederzufinden. Das ist eine wahre Kunst, die die anderen Parteien schon eine Weile geübt haben, aber bei der ich Ihnen versichere, dass wir sie auch lernen werden. Meine Damen und Herren, es ist heute Abend schon einiges zum Thema Migration,
Einwanderung, staatliche Souveränität und auch die Frage, wie wollen wir zukünftig leben, gefallen. Und auch wenn wir die Kollegen jetzt draußen nicht hören können, so bin ich froh, dass die Polizei mit dieser Gegendemonstration vor diesem Haus unsere Veranstaltung schützt. Ich hätte nie gedacht, dass mir Polizeipräsenz so viel wert ist, aber seitdem ich zur AfD gehöre, weiß ich sie umso mehr zu schätzen. Meine Damen und Herren, es ist kein Zufall, dass wir gerade in der Riege der Polizisten, der Beamten, der einfachen Beamten, weniger als der Kollegen in den Polizeipräsidien oder gar in den Ministerien, so viele Unterstützer, Mitglieder und Wähler haben. Und Ähnliches gilt für die Angehörigen der Bundeswehr. Das sind nämlich diejenigen, meine Damen und Herren, die täglich ihren Kopf und ihren Rücken und Sonstiges für uns hinhalten und die sich dafür allzu häufig von linken Politikern dafür beschimpfen lassen müssen, dass Gipfel dann in solchen Vorschlägen, dass zukünftig Polizisten am besten noch Namensschilder tragen sollen. Das war einmal ein Projekt aus Sachsen der Grünen Partei, soweit ich mich erinnere, damit man sie beim Fotografieren oder nach dem Fotografieren besser zuordnen kann. Und wir wissen ja auch, dass unsere Veranstaltungen bisweilen von Indie-Media-Fotografen besucht werden und sie dann ihr Konterfei auf einer eben solchen Webseite wiederfinden. Den Polizisten geht das schon seit Jahren so und sie hatten lange Zeit eine Partei, die sich um sie gekümmert hat. Aber die CDU hat die Polizisten längst verlassen und deswegen ist es gut, dass sie bei uns eine neue Heimat gefunden haben. In diesem Zusammenhang muss die AfD sich allerdings auch die Frage stellen, ist sie als konservativ-liberale Partei eine Partei, der es eher darum geht, das Höchstmaß an bürgerlichen Freiheiten zu erhalten, oder ist sie die Partei, die das Höchstmaß an Sicherheit gewähren will? Und ich kann Ihnen darauf heute Abend keine abschließende Antwort geben. Und ich glaube, es ist gut, dass diese beiden Fragen von viel Freiheit und viel Sicherheit miteinander im Widerstreit liegen, und zwar dauerhaft. Denn sie sind zwei Seiten einer Medaille und sie müssen sich gegenseitig gegeneinander abgrenzen. Wir wissen, dass die Freiheit zu Ende geht, wo sie von totaler Überwachung erdrückt wird. Insofern möchte die AfD an einer Stelle ganz klar sagen, dass wir keinen Polizeistaat möchten. Wir möchten keine Überwachung jeglichen öffentlichen Raumes. Wir wissen aber auch, dass es an diversen Stellen inzwischen höchst notwendig ist, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Und wir möchten vor allen Dingen eines, meine Damen und Herren, dass der Grundsatz der Vermeidung von Straftaten, und zwar auf allen Ebenen, ob an der Grenze oder auf der Straße oder sonst wo in diesem Land, wieder Vorrang vor der Verbrechensaufklärung gerät. Denn dafür hat die Polizei schon lange nicht mehr genug Personal. Es ist einfach ein Märchen zu glauben, dass eine Grenze sich hinter der Grenze mobil besser bewachen und kontrollieren lässt als an der Grenze selbst. Und auch das musste die AfD nicht feststellen, das haben vor uns schon viele andere festgestellt, aber das Dogma der offenen Grenzen innerhalb von Europa hat jegliche Diskussion über die Vor- und Nachteile unkontrollierter Grenzen schlichtweg nicht stattfinden lassen. Und ich erinnere mich noch, wie erschrocken wir in Sachsen bei der Erstellung des Landtagswahlprogrammes 2014 waren, als ein Mitglied aus Görlitz, also aus dem Dreiländereck mit Polen und der Tschechei, plötzlich die Schließung der Grenzen forderte. Heute muss ich sagen, dieser Mann war seinem Landesverband ein paar Monate voraus und ich bin froh, dass die AfD die erste Partei war, die diese Forderung so offen und ehrlich an das Licht gebracht hat. Heute ist es gar kein Problem mehr, darüber zu reden, dass es Vor- und Nachteile von offenen, unkontrollierten Grenzen gibt. Und wenn wir wissen, dass sogar die wirtschaftlichen Berechnungen dafür schnell angestellt waren, dann können wir davon ausgehen, dass wir dieses Thema nur konsequent genug verfolgen müssen und die Menschen immer wieder daran zu erinnern haben, dass Deutschland lange vor Schengen ein Export- und Reiseweltmeister war und dass diese Art von Bewegungsfreiheit in Europa nicht davon abhängt, ob wir einen Pass an der Grenze vorzeigen oder nicht.
Und nur noch eines, wenn ich mir vorstelle, wie das Leben in Deutschland hoffentlich bald wieder, und zwar in allen Landesteilen, aussieht und nicht nur in einigen. Wir wissen, dass es nach wie vor Stadtteile in Deutschland oder Regionen gibt, in denen es sich noch nach heiler Welt anfühlt, aber auch da nicht das Tal der Ahnungslosen ist und die Wahlentscheidung für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in anderen östlichen Landesteilen mit wenig Migrationsanteil nicht deswegen so gefallen ist, weil man sich so leicht von der AfD vereinnahmen lässt, obwohl man doch keine Migranten zu Gesicht bekommt. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Bevölkerung in Deutschland langsam aufwacht und erkennt, dass in einigen Teilen unseres Landes, ob das nun Berlin ist oder Duisburg-Marxloh oder andere Teile des Ruhrgebiets, dass wir dort die Blaupause für das sehen, was passieren kann, wenn wir nicht auf ganzer Ebene in Deutschland einschreiten. Insofern sind wir doch den Bürgern dankbar, die an der Stelle ein bisschen mehr Voraussicht haben als andere. Ich möchte einen Aspekt aufgreifen, den Albrecht Glaser in seinen Schlussworten benutzt hat. Und Sie sehen ein Auskommen daraus bereits an der Wand hängen. Realisten wählen AfD. Warum haben wir diesen Slogan gewählt? Weil es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Politikansätzen der sogenannten etablierten Parteien oder ich schlage vor, wir nennen sie in Zukunft, wenn sie gern Volkspartei sein möchten, Populusparteien, denn sie möchten ja keine Populisten sein. Und ich finde, diesen Widerspruch sollten wir ihnen so oft wie es geht vor die Augen tragen. Was unterscheidet die Alternative für Deutschland von diesen anderen Parteien und besonders ausgeprägt ist dieser Drang bei Grünen und Linken? Ich kann zurückgreifen auf den bekannten, aber nicht mehr lebendigen Strauß, der vor Jahren gesagt hat, als Rot-Grün noch nicht die Mehrheit in diesem Land hatte, denn rot-grüne Mehrheiten haben wir, wenn wir ehrlich sind, auf Bundesebene bereits, auch wenn sie zumindest nicht formal regieren. Er hat gesagt, wir müssen uns in diesem Land entscheiden, ob wir ein rot-grünes Narrenschiff besteigen wollen, auf dem dann eben so gefärbte Faschingskapitäne das Ruder in diesem Land führen. Und ich fürchte, diese Faschingskapitäne haben, auch wenn sie anders angepinselt sind, längst das Ruder übernommen. Und es braucht eine Partei, die klar macht, dass eine Gesellschaft nur dann vernünftig zusammenleben kann, wenn wir nicht glauben, dass wir die Menschen verändern, wenn wir nicht glauben, dass die Menschen von jetzt ab gut werden und es nur die sozialen Umstände sind, die sie ab und zu auch einmal böse agieren lassen. Der Grundsatz für eine realistische Politik ist eine realistische Sicht auf die Natur des Menschen. Und das scheinen eben nur konservative Parteien und Politiker zu können. Ich weiß, dass die Alternative für Deutschland gerade im Segment der jungen Wähler oder auch der Jugendlichen, die ja dann Gott sei Dank noch nicht alle wählen dürfen, durchaus sehr wenig Zustimmung erfährt. Und wir haben ein Mitglied unter uns, das mir vorhin gerade erzählt hat, dass am kommenden Montag in Reaktion auf den heutigen Abend hier eine Veranstaltung der Schule stattfinden wird, um anlässlich unseres Vortrags hier heute Abend über die Gefahren von rechts zu diskutieren. Naja, zum Lachen ist das nicht, meine Damen und Herren. Was dort stattfindet, ist nichts anderes als politische Indoktrination, von der ich als ehemaliger DDR-Bürger dachte, sie gehöre der Vergangenheit an. Ich glaube aber, dass wir auf mehreren Ebenen etwas dagegen tun können und ich glaube auch tun müssen. Als allererstes sollten wir unsere Kinder,
vielleicht nicht die ganz Kleinen, aber die Jugendlichen, 14, 15, 16, einmal fragen, was sie vom Leben eigentlich erwarten. Und ich sage Ihnen, die Ansichten der allermeisten Jugendlichen, derjenigen, die noch nicht von der Antifa verblendet und gehirngewaschen wurden, werden ziemlich unisono wie folgt lauten. Die allermeisten Jugendlichen wünschen sich eine Familie, einen Partner, oftmals auch Kinder, ein Haus oder eine Wohnung und eine Arbeit. Das sind zutiefst konservative Werte und das ist das, was in Fortschreibung von Generationen die Menschen eben getan haben. Sie haben Familien gegründet, Kinder bekommen und sie haben für ihren Lebensunterhalt gesorgt. Das müssen wir uns anhören und meine Damen und Herren, das ist im positiven Sinn eine Vision, eine positive Vorstellung für unser Land und für die gilt es zu kämpfen, denn sie ist nicht mehr überall selbstverständlich. Und dann sollte es eben auch selbstverständlich sein und ich hoffe sehr darauf, dass die AfD es schafft, diese Verhältnisse zu bewahren oder wo es nötig ist, eben auch wiederherzustellen, dass dann die Polizei eben wieder vermehrt auch Präventionsaufgaben wahrnehmen kann. Und wenn es normal ist, so möchte ich persönlich anmerken, dass man sein Auto am Abend vor der Tür abstellt und keine Angst haben muss, dass es nachts vom politischen Gegner angezündet wird. Zu einer solchen Vorstellung gehört aber auch die Frage darüber, wie wir im öffentlichen Raum zukünftig miteinander umgehen wollen. Und die AfD hat in diesem Jahr eine Debatte entfacht, zu der sie 2013 und 2014 noch nicht den Mut hatte. Und Sie wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Wir haben im Frühjahr rund um die Erstellung unseres Grundsatzprogramms die Debatte über die Kompatibilität des Islams mit der Demokratie aufgemacht. Und ich glaube, es war richtig, diese Debatte aufzumachen. Man versucht ja bisweilen der AfD anzuhängen, dass sie neben allen anderen schlimmen Dingen, die sie ist, nun auch noch antisemitischen Charakter hat. Und dabei vergisst gerade die mediale Öffentlichkeit, dass es Frau Merkel war, die die Türen sehr offensichtlich und nicht zufällig für den größten Antisemitenzustrom nach Deutschland seit Kriegsende ausgelöst hat. Es ist notwendig, meine Damen und Herren, dass wir in diesem Land eine Debatte über Religionen führen. Und wir sind selbstverständlich stolz darauf, dass es Artikel 4 im Grundgesetz gibt, der jedem Bürger erlaubt, privat und friedlich die Religion zu praktizieren, der er glaubt, angehören zu müssen oder eben auch keine zu praktizieren. Dass aber unter dem Etikett der Religionsfreiheit eine Religion, die immer noch in wesentlichen Strömungen dem 7. Jahrhundert verhaftet ist und einen politischen Anspruch über das Staatsgefüge erhebt, den man auch, wenn man genau liest, in den diversen Dokumenten unter anderem des Zentralrats der Muslime wiederfinden kann, dann sind wir es uns als Demokraten schuldig, dagegen das Wort zu erheben, denn wir möchten nicht, dass die Scharia auf schleichendem Weg Einzug nach Deutschland erhält. Fragen Sie einmal die Parteien mit dem großen C am Anfang Ihres Namens, wo Ihr Beitrag in dieser Debatte ist. Und Sie werden finden, dass der Innenminister Thomas de Maizière eine sogenannte Berliner Erklärung vorbereitet hat im Namen der diversen Innenminister aus CDU und CSU. Und dort wurde ganz sachte auch über ein Burka-Verbot geredet. Nur hat Herr de Maizière offenbar vorher nicht gewusst, dass er selbst in den eigenen Reihen seiner Partei und der Schwesterpartei dafür keine Mehrheiten hat. Wie peinlich für eine Partei mit dem C am Anfang des Namens.
Die AfD hat darauf mit einer eigenen innenpolitischen Erklärung reagiert. Wir waren genau genommen der CDU sogar um einige Tage voraus. Und wir haben mehr als das getan. Wir haben inzwischen in mehreren Landesparlamenten eigene Gesetzesinitiativen eingebracht zum Burka-Verbot im öffentlichen Raum. Selbstverständlich wurden diese Gesetzentwürfe erst einmal nicht angenommen. Sie werden diskutiert werden. Aber die Redebeiträge der politischen Konkurrenz waren eindeutig. Und sie lassen nicht darauf schließen, dass die CDU an dieser Stelle das C in ihrem Namen verteidigt, sondern auch Politiker der CDU stellen sich hin und behaupten, dass das Tragen der Burka ein Zeichen von Freiheit sei, allen voran die Bundeskanzlerin. Meine Damen und Herren, erwarten Sie also nicht, dass die Debatte auch über solche offensichtlichen Themen, und ich könnte das Thema der Kinderehe gleich noch hinzuaddieren, glauben Sie nicht, dass Sie von offizieller Seite der CDU dazu wertvolle Beiträge erhalten werden. Ich kann mir vorstellen, wie die CDU-Basis dort droht, an sich selbst zu verzweifeln. Solange Sie aber weiterhin dieser Partei angehören, wird sich an dieser Taktik der CDU-Führung rein gar nichts ändern. Und deswegen wird die AfD weitermachen. Wir werden in der nächsten Woche in unserem Parlament in Dresden einen weiteren Antrag einbringen und fordern, dass eine Gesetzesänderung aus dem Jahre 2009 als allererstes rückgängig gemacht wird. Vielleicht wissen das einige von Ihnen. Damals wurde mit der Aufhebung des Paragraphen 67 und 67a des Personenstandsgesetzes der Vorrang der Zivilehe über die religiöse Ehe aufgehoben. Und ich kann Ihnen versichern, das war auch damals nicht für die Katholiken und für die Evangelien gedacht, sondern auch wahrscheinlich damals schon für die wachsende muslimische Bevölkerung. Wir werden darüber hinaus fordern und haben das bereits auch an anderer Stelle in Debatten getan, dass Änderungen im Einführungsgesetz zum BGB vorgenommen werden, wo aktuell zwar der Grundsatz herrscht, dass das Recht in dem Land, wo man lebt, gelten soll, wenn es um die Ehefähigkeit geht, wo aber eben auch vorgesehen ist, dass die Regeln des Herkunftslandes mitbeachtet werden. Wir sind der Meinung, wer dauerhaft in Deutschland lebt und eben auch unter dem Eindruck der aktuellen Situation von mindestens 3000 Kinderehen in Deutschland mit steigender Tendenz, dass selbstverständlich sein sollte, wer hier dauerhaft in Deutschland lebt, muss sich auch beim Heiraten an deutsches Recht und Gesetz halten. Und das darf nicht erst dann gültig werden, warten Sie, das darf nicht erst dann gültig werden, wenn dies gerichtlich nach einem Prozess festgestellt wird. Nein, das muss letztlich beim Übertreten der deutschen Landesgrenzen gelten. Meine Damen und Herren, ich bin Ihnen zum Abschluss noch einige Ausführungen darüber schuldig, wie wir eigentlich weitermachen. Denn ich freue mich außerordentlich, dass wir heute Abend in so großer Anzahl hier sitzen und ich bin stolz auf die Ergebnisse, die die Hessen bei der Kommunalwahl erzielt haben. Allein noch sind wir nicht einmal im Bundestag. Und ich kann verstehen, dass viele von Ihnen erwarten, dass wir weit mehr in weit kürzerer Zeit erreichen. Gestern Abend in Rottgau war ein Herr im Publikum, der sagte, wenn wir es nicht schaffen, 2017 51% und plus bei der Bundestagswahl zu erreichen, dann sei wohl alles zu spät. Nun, das sehe ich nicht so und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, dass ich an der Stelle den ersten Bundeskanzler der alten Bundesrepublik zitiere, der gesagt hat, es ist niemals zu spät, auch in der Politik ist es niemals zu spät, es ist immer Zeit für einen neuen Anfang. Das hat Adenauer gesagt und ich glaube, Sie müssen der AfD zugestehen, dass wir in den nächsten Jahren Oppositionspolitik betreiben werden. Das gilt für Kreistage, das gilt für Landtage und das gilt auch für den Deutschen Bundestag. Wir tun dies allerdings, meine Damen und Herren, und das verspreche ich Ihnen, wir tun dies unter anderen Vorzeichen, als das damals die Grünen gemacht haben, die ja durchaus einige Jahre sich als fundamentale Position auch außerhalb der Parlamente verstanden haben und, auch das muss man Ihnen lassen, auch in der Opposition mit der Hilfe von Angela Merkel und anderen Sozialdemokraten ihre grünen Politikziele sogar in die Parteiprogramme der Sozialdemokraten und der Christdemokraten eingeführt haben. Wir wollen eins
definitiv erreichen, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit auch regierungsfähig werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zeit in Europa dafür reif ist, dass es endlich ein politisches Korrektiv zu der Bewegung der 68er, zu den Utopisten von Rot und Grün gibt. Das heißt, wir wollen 2017 in den Bundestag mit einem möglichst starken Ergebnis und wir wollten 2021 das anstreben, was manche unserer Nachbarländer bei Parteien, die ähnliche Vorstellungen haben, zumindest in Bezug auf Europa, zum Beispiel die FPÖ, bereits erreicht haben. 2021 streben wir an, stärkste Kraft zu werden. Meine Damen und Herren, wir haben aber noch ein anderes Ziel und das lässt sich nicht nur an Wahlergebnissen festmachen und das gehört an den Schluss einer solchen Rede. Denn ich könnte gut verstehen, wenn viele von Ihnen sagen, das ist ja alles gut und schön, aber wie wollen Sie sicherstellen, dass Sie nicht genauso werden wie die anderen Parteien? Das ist eine Frage, die mir schon vor Gründung der AfD von einem sehr kritischen Mitglied gestellt wurde und ich bin demjenigen bis heute dankbar, dass er diese Frage gestellt hat, denn in der Tat geht die Aufgabe der AfD sehr viel weiter in den Augen vieler Mitglieder und Funktionäre. Albrecht Glaser hat es vorhin gerade gesagt, es braucht endlich eine Partei in diesem Land, die nicht nur dann nach mehr Bürgerbeteiligung schreit, wenn sie selbst in der Opposition ist, sondern die auch dann, wenn sie die Macht dazu erhalten hat, umsetzt, was ihr vorher recht und billig war, nämlich die Bürger über Volksentscheide dauerhaft an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Und dazu, meine Damen und Herren, dazu gehört dann ebenfalls, dass die AfD Konzepte dafür entwickeln wird, wie Parteien sich selbst ein bisschen überflüssiger machen. Denn es ist auch nur ehrlich zuzugeben, dass die Struktur einer Partei, egal welche hehre Ziele sie gerade am Anfang verfolgt und verfolgen muss, am Ende aus der realistischen Sicht auf die menschliche Natur nie davor gefeit ist, dass auch hier das Rückgrat in den Parteigremien und besonders vor Tagen der Wiederwahl Stück für Stück verloren geht. Und dagegen muss man strukturell etwas unternehmen. Ich kann Ihnen, und ich bitte dafür um Verständnis, ich kann Ihnen dazu heute Abend noch keine Ausführungen machen, aber glauben Sie mir, wenn es ein Ziel gibt, das nicht nur ich, aber auch ich verfolge, dann erstens dafür zu sorgen, dass die Zahl der Personen mit Rückgrat in der AfD noch lange relativ hoch bleibt. Und ich sage Ihnen schon jetzt, dass das nicht sehr einfach ist. Und zweitens, dass wir mit dafür sorgen wollen, dass es immer neuen demokratischen Zufluss in dieses System gibt. Und das kann es nur dann geben, wenn es völlig normal ist, dass Parteien verschwinden und Parteien entstehen und diejenigen, die gerade da sind, nicht von vornherein jede neue entstehende Kraft als nur Bedrohung verstehen. Das können Parteien aber nur leisten, wenn sie sich selbst der Fehlbarkeit dieses Parteiensystems bewusst sind. Und das ist die AfD und ich hoffe, das bleibt sie auch. Herzlichen Dank. Applaus